Mal kurz, wie das aussieht, wenn man die Weitsicht hat. Da bleiben eben bloß noch die zwei Kabel von der Photovoltaikanlage. Macht dann eine Steckdose, ein Sicherungsautomat, den man jetzt anklemmt, das sind für die Solarfelder. Ja, dann geht man hier rüber, zack, macht das in die Steckdose und dann geht es eigentlich mit dem doppelten Stecker gleich hier rein. Zack, und schon hat man Licht im ganzen Haus, Generator ist aus, der braucht gar nicht angesteckt werden. Ja, und tja, Elektrikraum ist nicht mehr. Tesla fällt komplett niedergebrannt. Ja, Kabel, die ich schon raussortiert hatte für den Umbau, sind leider mit verbrannt. Ja, selbst die Wassertanks. Auch hier sieht es nicht viel besser aus. Der Führer ist auch ein bisschen eingerußt. Tja, und der Ruß zieht sich natürlich überall hin. Aber auch hier brennt Licht. Auch die Steckdosen, alles wieder auf Strom. Ja, es ist früh am Morgen. Also ein bisschen weit denken funktioniert da gut. Bilder nach dem Brand. Ja, jetzt sind es 65 Tage später. Ja, das ist jetzt das elektrochemische Labor. Ja, die flache Erde verwende ich jetzt als Montagetisch. Und für meine elektrochemischen Versuche, weil das hier das elektrochemische Labor ist. Ja, wir haben jetzt hier, das sind jetzt separate Arbeitsplätze nochmal im Ganzen, haben jetzt komplett neues Lagersystem auch, weil natürlich dann auch die Neuteile erfasst werden und das, was jetzt eben gebaut wird. Ja, alles ist ja mit Datenloggern gewesen, deshalb konnte ich auch nachvollziehen, dass die Tesla-Batterien innerhalb von 7 Sekunden sozusagen von 16 Grad Temperatur auf 415 Grad nach oben kam, dann waren die Sensorkabel verbrannt. Ja, aber ich habe hier Datenloggersysteme entwickelt, wo ich alles mitschneiden kann. Die machen 30 Aufzeichnungen pro Sekunde. Ja, insofern ist das exakt nachzuvollziehen gewesen, obwohl die Tesla-Batterien eben wie gesagt abgeklemmt waren, weil ich nur mit Bleibatterien gearbeitet hatte. Weil ich im Prinzip in den Wintertests herausgefunden hatte, dass ein 220 Volt Gleichstromsystem perfekt funktioniert. Ja, deshalb, ihr seht, hier sind nur alte Bleibatterien. Ja, unten habe ich vier große, weil ich hier auch noch ein 220 Volt Wechselstromsystem habe, was ich jetzt hier per Wechselrichter zuschalten könnte. Ja, was ich aber so gut wie nie brauche, aber gerade mein eine Weller Lötstation und so, die geht nicht umzurüsten auf Gleichstrom. Sozusagen musste ich das eben mit einbauen. Deshalb habe ich immer, hier ist meine Wechselstromsteckdose, hier ist eine Gleichstromsteckdose. Ansonsten ist es immer farblich gekennzeichnet. Ja, also man sieht das dann, die blaue ist Gleichstrom, die andere ist Wechselstrom. Ja. Jetzt habe ich hier auch ein großes Fenster mit eingebaut gleich. Ja, und das ist hier der Raum, wo dann auf dem Tisch die Motoren repariert werden und für die Tests fertig gemacht werden, weil ich ja Dieselmotoren mit Wasser laufen lasse. Momentan ist das Problem, die Schmierfähigkeit noch von Wasser zu erhöhen. Da arbeite ich momentan mit Kohlenstoff und mit Bremsöl, weil ganz einfach sonst die Kolben von den Einspritzdüsen kaputt gehen, also nicht Düsen, sondern Einspritzpumpe. Ja, da ist die Gleitfähigkeit von Wasser etwas zu gering. Deshalb habe ich hier auch den Generator für Testläufe und einen kleinen Benziner, wo ich dann eben mit Wasserstoffgas Experimente mache. Ansonsten bei der Hauselektrik ist es ganz simpel. Hier habe ich ein Netzteil 24 Volt. Das funktioniert auch mit Gleichstrom. Ist eigentlich nur dazu gedacht, für LED-Bänder und so, dass ich die in bestimmten Räumen verwenden kann. Meine fünfadrigen Kabel sind so aufgeteilt, dass im Prinzip blau und braun ist 220 Volt Wechselstrom, dann schwarz und grün-gelb ist 220 Volt Gleichstrom, schwarz ist dabei Plus und grau ist dann die 24 Volt. So ist das fünfadrige Kabel benutzt.
Von Raum zu Raum habe ich hier im Prinzip Kupferrohr verlegt, was ich gleich nutze. Hier unten ist sozusagen die Minusleitung, oben ist die Plusleitung. Ja, also ich habe hier keine Wasserrohre, also habe ich hier meine Druckluftleitung als Minus genommen und ein großes Kupferrohr, was rumgeht in verschiedene Räume, ja, um ganz einfach dort die 220 Volt spannungsabfallfrei hinzuliefern. Ich nutze hier momentan zwei Schweißgeräte zum Laden. Ja, ich habe hier auch noch eins, was sozusagen aus diesen Funktürmen ist. Ja, aber ihr würdet sehen, bei den Spannungen, die momentan bei der Bewölkung von den Solarplatten kommen, funktionieren einfache Geräte nicht. Deshalb muss man selbst was bauen. Ja. Ihr seht hier draußen, ja, es ist keine Sonne. Wir haben absolute Bewölkung. Eine normale Solaranlage würde nicht funktionieren. Aber meine umgebauten Schweißgeräte laden natürlich, weil das natürlich eine ganz andere Herangehensweise an die Elektrik ist. Sozusagen kann ich hier meinen Hyundai-Generator anschalten. Hier ist der Wechselrichter und hier ist der kleine Generator, dass ich die dann sozusagen ins Netz reinbringen könnte, je nachdem wie ich wollte, für meine Versuche. Aber brauche ich nicht. Den Wechselrichter habe ich angeschaltet, wenn ich mal wirklich nutze. Aber ansonsten, momentan sieht das so aus. Und alles arbeitet bloß mit Gleichstrom. Computer und so funktionieren ja von Haus aus so. Dann ist hier unten noch im Minusbereich. Ja? Das ist wichtig bei Gleichstrom. Muss Minus geschalten sein. Der Hauptschalter und zwei Sicherungen. Ja? Also wenn es über 6 kW geht, da kommt hier die Sicherung. Ansonsten kann ich hier überall arbeiten, mehr als 2 kW, so brauche ich ja selber nicht, weil ich ja alleine arbeite. Insofern sind 6 kW, selbst wenn hier mal 2-3 Mann arbeiten, kein Problem. Ich habe mir das dann erspart. Ihr seht dann also, hier ist die Plusleitung, ja, die 220 Volt. Ja, das ist jetzt hier separat nochmal gemacht und hier ist die Minusleitung. Weil ich jetzt hier Schweißgerät hinbaue, meinen Plasmaschneider und alles, das ist alles schon umgerüstet auf Gleichstrom. Ja, und da habe ich natürlich Spannungsabfall frei, das ist dann gleich an den Geräten, wo richtig Energie drauf geht. Ja, ansonsten habe ich hier wieder eine 220 Volt und hier kommt der Lichtschalter hin, das ist natürlich dann Gleichstrom wieder, ja, weil ich alles mit Licht betreibe. Licht ist komplett Gleichstrom, ja. Das wird sozusagen der neue Montageraum oder sagen wir mal die Schlosserei inklusive. Hier sind die Fundamente, die waren schon gedacht für Motorprüfstände. Das kommt jetzt dann auch hin, weil ich dann ja meine Motortests mache mit den Dieselmotoren. Ich habe es ja nun schon gehabt, dass sie über eine Stunde mit Wasser laufen, ja, was bloß mit Magnesium angereichert war. Aber ich habe dann eben Probleme mit den Pumpen gehabt, also mit der Einspritzpumpe, weil da ganz einfach die Schmierung nicht hinhalte. Perfekt. Ich hatte schon mit Kohlenstoff gearbeitet gehabt, hat auch nicht gereicht. Hier haben wir die Tischlerei. Ja. Im Prinzip wieder dasselbe. Großer Montagetisch, weil ich ja für den Innenausbau und so habe ich viel Holzarbeiten mit Möbelbau und Ähnlichem. Deshalb habe ich mir einen Montagetisch gebaut, wo ich dann mit Schraubzwingen sozusagen gleich an die Hölzer kann. Oder wenn man eben Schränke baut, dass die, wenn man was mit Schraubzwingen zusammenzieht, dass die Schraubzwinge nach unten weg kann. Hast du eine Tischplatte, ist die da immer im Weg. Das Möbelstück ist aus dem Gleichgewicht und somit kann man da schlecht dran arbeiten. Aber wenn man eben gerne tischlert, ja, ist sowas natürlich 3 Meter mal 2 Meter schon optimal. Ja. Meine Kreissäge betreibe ich mit Frequenzumrichter, der auch mit Gleichstrom betätigt wird. Ja, kann ich hier anschalten, so, und dann sozusagen läuft der Wechselrichter an. Der würde jetzt immer Strom verbrauchen, deshalb habe ich hier nochmal einen Hauptschalter gebaut. Ansonsten wieder die blaue und die weiße Steckdose, ja, mit Lichtschalter dann. Ja, und dann kann man eben sehen, überall habe ich hier dann Steckdosen mit dran, um ganz einfach wirklich hier mitzuarbeiten. Ja, auch hier. Damit hört das auch mit den Strippen auf. Hier sitzt normalerweise die Hobelmaschine. Ja, die hat drunter gleich die Steckdose, natürlich auch Gleichstrom. Also in der Tischlerei
sind fast alles Maschinen, bis auf die Kreissäge, die mit Universalmotoren betrieben werden. Eigentlich hätte ich hier gar keine Wechselstromsteckdose hinmachen müssen, aber ich habe einfach die mit angebaut. Also es war in der Tischlerei eigentlich gar nicht notwendig, weil keine Maschine nicht über einen Universalmotor, ob das eine Bohrmaschine ist, ob das die Hobelmaschine ist, die Kreissäge, ja, die Handkreissägen, alles arbeitet sozusagen mit Gleichstrom, weil es Universalmotoren sind. Ja, auch die Ladegeräte für die Akkuschrauber und alles ist sozusagen alles ja mit Gleichstrom zu betreiben. Ja, Computer und. Also, das Überwachungssystem für die Kameras und alles arbeitet mit Gleichstrom. Insofern gibt es hier wirklich also nichts, was wirklich Wechselstrom bedarf. Es sind meine Weller-Lötstationen, die wirklich, wo ich Wechselstrom brauche. Und es gibt eine Ständerbohrmaschine, die ich habe, die nicht umzurüsten ist. Das ist so eine blöde Bosch. Ja, aber ansonsten funktioniert alles. Ich meine, klar, ich könnte Frequenzumrichter reinbauen, aber das macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wegen dem Gerät da Frequenzumrichter zu betreiben. Hier kommt jetzt, das ist noch das ähnliche Problem, jetzt kommt hier eine Wand noch hin, ja, hier kommt meine Dusche wieder hin, also mein Sanitärbereich, ja, hier kommt dann noch, wie drüben im Raum, eine Luftheizung hin, ja, ein neues Heizsystem, was ähnlich in Bullerjahren arbeitet, allerdings dann mit Holzgas. Ja. Also ich denke mal im Juli, also Ende Juli bin ich hier komplett fertig. Alles neu. Ja, nächste Woche betoniere ich noch die ganzen, wo die Mauern drin standen, alles zu. Ja, das nochmal einmal Betonarbeiten. Und dann kann ich das hier alles durchstreichen, meine Wasserrohre dranbringen, meine Zuleitung von der Quelle und dann war es das. Ja, und dann kann ich mich wieder meinen Tests hingeben. Ja, ich denke mal, also 90 Tage, 3 Monate musste ich hier arbeiten, um das alles neu zu machen. Obwohl der Umbau geplant war, aber natürlich nicht der Heißabriss mit den Tesla-Akkus. Ja, und das hat mir eben auch gezeigt, wie gefährlich die Dinger sind. Und wie gesagt, ich habe die ja nur noch benutzt gehabt, wenn ich oben mal mit der Kreissäge, mit dem Wechselrichter gearbeitet hatte oder sonst was. Ja. Also die waren hier, ja, war diese komplette Tesla-Batterie. Ja, und eine Woche später wären sie schon verkauft gewesen. Da hatte ich eben gezeigt, eine Zelle hatte sozusagen einen Schluss und plötzlich haben sich alle drüber entladen. Die waren seit 4 Tagen nicht benutzt, nicht mehr geladen, also die waren voll geladen. Die Spannung ist auch innerhalb von 7 Sekunden von 3 Volt auf 7,2 Volt hochgegangen, dann brach im Prinzip die Messleitungen waren dann verbrannt. Ja, so schnell ging das innerhalb von 7 Sekunden. Deshalb, mir wurde ein Energiespeicher der heutigen Generation, auch wenn mir einer sagt, hier Eisenphosphat oder sonst was, würde mir nicht ins Haus kommen, weil Bleibatterien funktionieren und vor allen Dingen durch das 220 Volt Gleichstromnetz ist es einfach so, dass wenn ich 2200 Watt verwende, ja, aus jeder der 17 Batterien nur im Prinzip entnommen wird 0,56 Ampere. Das heißt also, das sind irgendwo 7 Watt pro Batterie wird rausgenommen. Und deshalb halten die unendlich. Ich habe keine Spannungsabfälle. Ich bin so zufrieden mit dem System. Ja, und das zeigt eben auch, dass man Elektrik auch mal anders sehen sollte, als wie das viele sehen. Ja. Natürlich keine FI-Schutz oder sonst was. Ihr habt gesehen, ich kann die Kupferrohre natürlich anfassen. Es ist gar kein Thema, ja, weil, wie gesagt, das macht nichts aus. Meine Plusleitung ist geerdet. Ja, also die ist Grundwasser geerdet und damit kann ich meinen Plus anfassen, ohne dass ich eine gelettert kriege. Ja, ihr seht auch wirklich, wie alt die Batterien sind. Ja. Also die haben auch das Feuer überlebt, dann hatten die in dieses Wasserfass gehauen. Ja. Aber aufgrund der geringen Entnahme sozusagen, weil es ja wirklich aufgrund der Reinschaltung, umso höher die Spannung ist, ich habe es so oft erklärt, ja, umso weniger muss eine Batterie leisten. Ja, deshalb von 12 Volt auf 48 Volt System umgestellt und jetzt eben mit funktionierendem 220 Volt Gleichstromnetz und die Ladegeräte werden einfach über einen
Spannungsüberwacher abgeschalten, wenn im Prinzip die Ladespannung pro Block erreicht ist. Ist aber so gering, ja, dass eben wirklich bei absoluter Bewölkung, ja, es würde mit dem normalen klassischen Gerät nicht funktionieren, es würde nicht laufen, weil die Solarplatten gar nicht die Spannung bringen. Normal bei richtiger Sonne würde das natürlich funktionieren. Aber wenn man es eben selber baut, man sieht, wie klein es eigentlich ist, ja, das Ganze. Es ist Pillepalle. Ja. Und in so ein Gerät kostet 42 Euro, ja, 3 Meter Draht reingebaut. Ich habe noch die Dioden gewechselt, hätte wahrscheinlich nicht sein müssen. Die haben 148 Volt Leerlaufspannung, ja, laden eigentlich 7 Batterien am Stück. Aber jetzt kommt noch ein drittes sozusagen dazu, dann sind das für die 17 Batterien vollkommen ausreichend. 3 Ladegeräte, 150 Euro, billiger kannst du nicht bauen. Ja. Also ich denke, das ist ein komplett anderes Denken elektrisch, als wie das die meisten kennen. Ja. Also für mich ist es wirklich, das ist 9+Ultra. Ja. Und dann mehr ist wirklich nicht mehr zu tun. Jetzt muss ich noch die Türen streichen und so einen Pfeffer, aber das mache ich, wenn ich dann fertig bin, mache ich dann so die Verschönerung noch. So, soll es gewesen sein. Lasst euch gut gehen. Bis bald.